Drei effektive Home Workouts für dich oder deine Kunden. Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen zu einem neuen Video und das Thema Homeworkouts ist ja momentan in aller Munde, jeder macht Videos zum Thema Homeworkout und auch ich habe schon Videos für unsere Mitglieder gemacht, die sie eben zu Hause nachmachen können und genau das möchte ich mal zeigen, was ich da heute genau gemacht habe und dir einfach ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie du selber ein Homeworkout zum Beispiel gestalten kannst oder auch wie du das deinen Kunden zur Verfügung stellen kannst. Also, wie kannst du dieses Video für dich nutzen? Ich kann dir erstens hier mal verlinken, die Webseite von meinem Fitnessstudio oder von unserem Fitnessstudio. Dort habe ich eben diese Homeworkouts, die ich hier eben zeige, komplett für die Mitglieder abgedreht. Und da könnt ihr aus zu Hause auch selber diese Homeworkouts mitmachen, wenn ihr noch ein bisschen Inspiration braucht. Ja. Die zweite Art und Weise, wie ihr dieses Video verwenden könnt, ist, wenn ihr noch bestimmte Übungen aus diesem Video hier nicht kennt, könnt ihr das natürlich in euer eigenes Homeworkout integrieren. Und die dritte Möglichkeit, die ihr habt mit diesem Video, ist, dass ihr eben auch dieses Workout für eure Kunden abdreht oder dass ihr eben nur einzelne Übungen von diesen Homeworkouts für eure Kunden abdreht und zum Beispiel Kurzclip machst auf Instagram oder auf Facebook oder vielleicht auch ein YouTube-Video dazu machst oder sowas. Ja, also du kannst viel hier mit diesen Workouts anfangen und du kannst auch gerne deinen Kunden die Webseite von uns zur Verfügung stellen oder diese Homeworkouts zur Verfügung stellen, die ich schon gemacht habe. Das ist kein Problem, da habe ich nichts dagegen und du kannst gerne diese Homeworkouts so hier verwenden. Wie habe ich das Video hier aufgebaut? Wir machen drei Homeworkouts. Das erste Workout ist ein Power-Ganzkörper-Workout, was Frauen und Männer machen können und was ich meistens auch so ähnlich zu Hause mache. Das zweite Workout ist ein gesunder Rücken-Workout, eher für die ältere Generation. Und das dritte Workout ist ein Bauch-Beine-Po-Workout für die Ladies. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit der Erklärung des ersten Workouts. Und zwar machen wir hier das Power-Ganzkörper-Workout. Und natürlich, wie bei jedem Workout, haben wir ein kleines Warm-up. Einfach, dass man zu Hause ein bisschen warm wird. 1 Minute Hampelmann machen, 30 Sekunden die Arme kreisen, um ein bisschen die Schulter aufzuwärmen. Und dann noch 30 Sekunden Kniebeugen, um ein bisschen die Beine aufzuwärmen. Einfach so ein bisschen bewegen. Das reicht schon vollkommen aus, um eben den Körper ein bisschen auf Touren zu bringen. Wenn euch das nicht ausreicht, ja, dann könnt ihr natürlich auch die jeweiligen Übungen ein bisschen länger machen. Mir reicht es meistens aus, mich so ein paar Minuten zu bewegen. Und dann bin ich eigentlich schon gut warm und bereit für die erste Übung. Ja, dann die erste Übung, ja, da machen wir die Kniebeuge. Und hier gebe ich den Kunden auch immer wie bei unseren Kursen zum Beispiel verschiedene Schwierigkeitsvarianten mit an die Hand, damit eben nicht nur eine Zielgruppe das machen kann, sondern dass ein Anfänger, Fortgeschrittener, dass die das beide machen können. Ja. Also bei Kniebeugen machen wir 3x10 Wiederholungen. Und die erste Variante ist zum Beispiel mit einem Rucksack. Also für dieses Homeworkout braucht man auf jeden Fall einen Rucksack, wo man Wasserflaschen reinmachen kann oder generell Wasserflaschen. Aber das sollte eben jeder zu Hause haben. Und generell finde ich es wichtig beim Homeworkout, dass man eben kein Equipment integriert, was eben nicht jeder zu Hause hat. Deswegen habe ich mich hier auf Rucksack und Wasserflaschen beschränkt. Genau, wenn man sich den Rucksack voll macht mit Wasserflaschen, kann man schon ein bisschen Gewicht bekommen, ja, so 10 Kilo, wenn man da 6 Flaschen reinmacht, hat man da schon gut mit dabei. Als zweite Schwierigkeitsvariante, die haben wir noch hier hinten, ist aber die schwierigste, ich möchte noch eine mittlere Variante geben, da haben wir zum Beispiel die Überkopfkniebeugen, also wenn man dann den ganzen Rucksack einfach über Kopf hält und dann die Kniebeugen durchführt, das ist so die mittlere Schwierigkeitsvariante und die krasseste Schwierigkeitsvariante sind natürlich die Pistol Squats. Pistol Squats wahnsinnig anstrengend, mache ich selber hier auch immer 3x10 Wiederholungen und das können aber die wenigsten, deswegen habe ich dir hier 3 Schwierigkeitsvarianten angeboten. Und dann als nächstes eben der Liegestütz, auch 3x10 Wiederholungen für die Brustmuskulatur. Ja, wir haben erstmal Liegestütz mit Erhöhung, das bedeutet auf einer höheren Fläche, zum Beispiel auf dem Tisch oder sowas, die Liegestützen durchführen, wenn man eben noch keine Liegestützen schafft. Dann kann man natürlich normale Liegestützen machen oder auch Liegestützen mit Rucksack. Und wenn man sich hier den Rucksack wieder voll macht, dann bekommt man da auch eine gute Intensität rein, sodass man hier auch ein bisschen was in der Brust spürt. Und es ist zwar kein Ersatz fürs Bankdrücken, aber man kann hier doch durchaus trainieren. Dann haben wir die Klimmzüge. Und Klimmzüge, da meine ich jetzt keine Klimmzüge irgendwie sich irgendwo festhalten, weil da hat auch nicht jeder die Möglichkeit. Ich habe hier auch keine Möglichkeit dazu. Sondern, dass man sich einfach auf den Boden legt und dann eben einen Klimmzug am Boden macht mit zum Beispiel 2 Wasserflaschen in der Hand und da muss der Rücken sozusagen statisch viel halten. Ja, das sind natürlich nur 1,5 Kilo, die man da runterzieht, aber man muss trotzdem das Ganze statisch oben halten. Und wenn man das Ganze 15 Sekunden lang machen muss, dann ist das auch ziemlich intensiv, 15 Wiederholungen machen muss. Man kann natürlich anfangen ohne Gewicht und dann eben mit 2,5 Liter Wasserflaschen, da wird das Ganze dann schon schwerer. Dann haben wir die Hip Extensions, also einfach das Hüftstrecken, auch 3x15.
ist eigentlich auch eine Übung, bei der man sehr viel Gewicht verwenden kann. Ja, deswegen habe ich hier schon mal als erste Schwierigkeitsvariante den Rucksack genommen, dass man sich den Rucksack einfach hier eben drauflegt. Und man kann natürlich auch das Ganze einbeinig machen. Einbeinig ist es dann nochmal schwerer mit dem Rucksack und dann kriegt man da auch ein bisschen Intensität rein. Oder wenn ihr einen Partner zu Hause habt, dann kann der Partner sich euch da auch draufsetzen. Ja, dann ist das Ganze auch gut anstrengend. Dann müsst ihr aber schauen, dass ihr wirklich euch aufs Workout konzentrieren könnt. Ja. Dann das nächste, die nächsten beiden Übungen, die habe ich ausgewählt zwischen Mann und Frau zum Wechseln. Ja, also Männer machen einfach Schulterdrücken und Frauen machen einfach die Ausfallschritte. Schulterdrücken gibt es eben eine super Variante, wenn man sich eben richtig positioniert, dass man eben Schulterdrücken am Boden machen kann, ähnlich wie Liegestütze. Das siehst du ja hier gerade auch in dem Video. Ja, man kann es erstmal ohne Gewicht machen, das ist schon ziemlich anstrengend und dann auch mit dem Rucksack. Da müsst ihr aber aufpassen, beziehungsweise ich komme da nicht ganz so gut mit klar, weil mir dann die Wasserflaschen immer hier in den Nacken fallen. Und dann macht das Ganze nicht so viel Spaß, weil es dann immer ein bisschen unbequem ist. Ja? Dann die Ausfallschritte für die Frauen, da können wir auch 3x12 machen, wieder einmal mit Rucksack oder auch dann eben die Jumping Lunges. Ja? Jumping Lunges mit Rucksack werden dann auch gut anstrengend. Dann haben wir die Planks. Planks natürlich noch was für die Bauchmuskulatur. 2x1 Minute. Erstmal ohne Gewicht und dann auch wieder mit Rucksack. Und wenn man hier ordentlich Gewicht wieder reinpackt in den Rucksack, dann kriegt man auch schon wieder eine gute Intensität rein. Und ganz am Ende noch Burpees, einfach um noch ein bisschen den Kreislauf in Schwung zu bringen, nochmal so eine Powerübung am Ende zu haben. Auch wieder 2x15 Wiederholungen, kann auch gut anstrengend sein. Und da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Die erste Variante können wir machen mit Abrollen, dass man sich eben abrollt bei dem Burpee. Und die zweite Variante gibt es mit der Liegestütze, dann haben wir da auch noch eine Kraftkomponente mit dabei. Und ja, dieses Workout, das ist sozusagen das Power-Ganzkörper-Workout, was man eben durchführen kann. Und wie gesagt, ich verlinke euch die ganzen Workouts, die ich eben so abgedreht habe und wo man so selber live mitmachen kann oder wo du selber live mitmachen kannst, verlinke ich die hier unter diesem Video. Und jetzt schauen wir uns mal das nächste Workout an. Kommen wir zum zweiten Workout, zum gesunder Rücken-Workout. Dieses Workout ist eher für die ältere Generation gedacht, beziehungsweise das ist einfach nicht so anstrengend und es ist eben mit Fokus auf die Rückenmuskulatur, aber man stärkt natürlich auch noch andere umliegende Muskeln, die eben wichtig sind für eine gute Rückengesundheit. Und das kannst du zum Beispiel deinen Kunden zur Verfügung stellen, wenn die eben etwas älter sind, beziehungsweise wenn ihnen das Rückentraining sehr am Herzen liegt und sehr wichtig ist. Also, wie schaut das ganze Workout wieder aus? Wir haben wieder ein kleines Warm-up, das habe ich einfach gleich gelassen, wie bei dem anderen Workout auch. Wenn man keinen Hampelmann machen möchte, dann kann man das einfach ganz langsam machen, ja, dass man eben nicht so schnell springt. Ja, man kann da trotzdem die Arme kreisen und ein paar Kniebeugen. So, dann sollte man meiner Meinung nach auch hinbekommen. Ja. Und dann geht es gleich los mit der ersten Übung und da machen wir eine Stabilisationsübung, ja, ein bisschen was Koordinatives. Und zwar den Flieger 3x15 Sekunden halten. Und da haben wir auch zwei verschiedene Schwierigkeitsvarianten wieder. Einmal das Ganze auf dem Handtuch, damit man so ein bisschen wackeligen Untergrund hat und danach eben auf dem Kissen. Und je nachdem, wie groß oder wie weich das Kissen dann ist, umso schwieriger wird dann auch wieder die Übung und das Ganze dann einfach erstmal 3x15 Sekunden halten pro Seite natürlich. Ja. Dann geht es los mit dem Kräftigungsteil und da machen wir natürlich das Rudern, um eben den Rücken zu kräftigen und das mit 3x15 Wiederholungen. Da können wir eben erstmal wieder den Rucksack nehmen als Gewicht, ja, auch wieder je nachdem, wie viel Flasche man sich da reinmacht, umso leichter oder schwerer ist denn das Ganze. Man sollte allerdings aufpassen, dass man oder sagt vielleicht euren Leuten, wenn sie das zu Hause machen, die sollen es vom Spiegel machen, weil die meistens eben selber nicht hinkriegen, hier den Rücken dabei gerade zu halten und dass man eben darauf einfach achtet, dass man den Rücken gerade hält. Ja. Als Variante davon, um das Ganze noch ein bisschen schwerer zu machen, haben wir das noch einarmig machen und da muss man sich dann irgendwie auf der Couch oder so abstützen, leicht nach vorne lehnen und dann kann man hier einarmig rudern, ist auch eine super Möglichkeit. Ja. Dann haben wir den Wall Sit, einfach an einer Wand sitzen und das Ganze halten, gut für die Beinmuskulatur, der Bauch muss ein bisschen stabilisieren. Ja, 3x30 Sekunden, erstmal ohne Gewicht oder auch dann später mit Rucksack, auch wieder das Gewicht kann hier variiert werden. Dann haben wir Überzüge. Überzüge einfach auch nochmal, um den Rücken ein bisschen zu stärken. Da haben wir auch ein bisschen die Brustmuskulatur dabei. Ja, 3x15 Wiederholungen. Man kann das Ganze zum Beispiel auch auf einer Couch machen oder auf dem Bett. Ja, oder halt auf dem Tisch auch. Ja, das ist ein bisschen unbequem dann auf dem Tisch wahrscheinlich. Wenn man sich die Decke runterlegt, dann geht es wieder. Man muss halt irgendwie was finden, wo man diese Übung so durchführen kann, wie ich es hier gerade zeige. Das Ganze kann man erstmal mit einer Flasche machen und dann später auch mit dem Rucksack. Dann wird das Ganze auch wieder ein bisschen schwerer. Dann den Russian Twist, was für die Bauchmuskulatur, dass man eben auch die schräge Bauchmuskulatur mit dabei hat. Auch wieder 3x15 Wiederholungen und eine Wiederholung ist dabei eben einmal links, rechts. Das ist dann eine Wiederholung, also sozusagen 30 Mal. Auch wieder zuerst anfangen mit einer Flasche und dann später kann man auch wieder einen Rucksack verwenden. Man kann den Schwimmer hier noch machen, damit wir eben auch die Rückenmuskulatur, die untere Rückenmuskulatur dabei haben. Und damit, das ist auch die Übung, die ich hier vormache gerade, wenn man sich da wieder
hier eine Flasche in die Hand nimmt oder auch meinetwegen dann ganz am Ende den Rucksack, wobei es im Rucksack schon sehr schwer wird, ja, dann kann man den auch ein bisschen Intensität reinbringen, um eben den Rückenstrecker zu aktivieren. Und wenn man eben hier bei der Übung noch ein bisschen oben immer so 1, 2 oder auch vielleicht 3 Sekunden hält, dann wird das Ganze eben nochmal anstrengender. Am Ende nochmal die Hip Extensions für die hintere Kette, für die ischiokorale Muskulatur und auch für das Gesäß. Ja, auch diese Muskeln müssen ja stark sein, damit eben das Becken in der richtigen Stellung ist und damit es dem Rücken gut geht. Und deswegen machen wir das hier eben auch mit. Da haben wir einmal 3x15 ohne Gewicht. Ja. Wir machen es ja für die älteren Leute, für die reicht das schon meistens. Ja. Oder eben dann auch mit Rucksack, einbeinig oder mit Partner würde ich dann hier für diese Generation dann nicht empfehlen. Ja. Und am Ende noch den Crunch, ganz klassisch, damit wir die Bauchmuskulatur noch mal ein bisschen mit dabei haben, haben wir hier schon mal, deswegen hier nur noch 2 Sätze mal 12 Wiederholungen. Und da können wir auch variieren, wenn wir zum Beispiel die Arme hier nach vorne machen, ist natürlich der Hebelarm kleiner, das bedeutet, es ist wieder leichter. Oder wenn wir die Arme hier hinter den Kopf machen, ist der Hebelarm größer und dann ist die Übung auch wieder schwerer. Wie gesagt, das ganze Workout, damit du es vielleicht selber auch mitmachen kannst oder dass du es deinen Kunden zur Verfügung stellen kannst, verlinke ich dir hier unter dem Video. Kommen wir zu Workout Nummer 3 und zwar zu dem Bauch-, Beine- und Po-Workout für die Ladies. Das kannst du anwenden, entweder selber, wenn du eine Lady bist und gerne einen Home-Workout machen möchtest oder auch für deine Kunden, wenn du zum Beispiel in einem Frauenstudio arbeitest oder sowas, kannst du dort eben auch Videos und Übungen zur Verfügung stellen über die Social-Media-Kanäle für deine Ladies. So, beim Warm-Up können wir ein bisschen variieren. Ich habe jetzt zwar das hier so stehen lassen, aber man kann jetzt zum Beispiel statt Arme kreisen noch ein paar Ausfallschritte machen, einfach, dass die Beine noch ein bisschen besser warm werden und dann geht es aber auch gleich schon los wieder mit der ersten Übung, natürlich Kniebeuge. Ja. Wir wollen natürlich trotzdem immer viele große Muskelgruppen beanspruchen. Deswegen sind es ja natürlich auch ähnliche Übungen, die in den Workouts immer wieder vorkommen, aber es sind auch eben auch wichtige Übungen. Aber wir müssen halt irgendwie schauen, dass wir diese wichtigen Übungen intensivieren, sodass es eben auch zu Hause einen guten Trainingsreiz setzen kann. Und das können wir wieder machen, zum Beispiel mit dem Rucksack oder indem wir eben Jumping Squats machen, also gesprungene Kniebeugen, wenn du in den Rucksack ordentlich Gewicht reinpackst, ja, und dann auch noch Jumping Squats dabei machst, dann sollte das auf jeden Fall eine gute Intensität sein. Natürlich nicht das gleiche wie 5x5 mit Kniebeugen mit der Langhantel, aber wir wollen ja hier Alternativen schaffen. Dann haben wir den Ausfallschritt und den Ausfallschritt machen wir jetzt nicht genau ganz normal, sondern wir legen den Fuß noch auf eine Erhöhung drauf, zum Beispiel wieder auf die Couch oder auf einen Stuhl. Und das hat den Vorteil, dass man eben noch tiefer mit der ganzen Hüfte gehen kann, weil eben das Knie nicht so schnell auf den Boden aufschlägt. Und da können wir auch wieder den Rucksack nehmen als Zusatzgewicht oder zum Beispiel auch wieder den Rucksack über Kopf nehmen. Ja, und das ist dann einfach nochmal ordentlich anstrengender, wenn man den Rucksack über Kopf nimmt, auch nochmal für die Schulterpartie anstrengender und generell für den ganzen Körper, für die ganze Stabilisation, Koordination auf jeden Fall nochmal intensiver. Dann machen wir weiter mit den Hip Extensions. Man merkt schon, es ist viel Beinarbeit hier mit dabei, aber das ist ja auch ein Bauch bei dem Po-Workout und deswegen machen wir das Ganze. Hier haben wir eben hauptsächlich die Oberschenkelvorderseite mit dabei gehabt und natürlich den Gluteus und hier jetzt vor allem die Oberschenkelrückseite, die ischiokorale Muskulatur und auch wieder den Gluteus, auch wieder 3x10. Erstens wieder mit Rucksack hier auf den Bauch drauflegen oder eben zweitens auch einbeinig und dann auch wieder den Rucksack drauflegen. Und wenn man dann noch so 1, 2 oder auch 3 Sekunden oben hält, mit einbeinig, bei diesen einbeinigen Hip Extensions, dann wird das Ganze schon ordentlich anstrengend und man kommt auf jeden Fall ins Schwitzen. So, rumänisches Kreuzheben. Rumänisches Kreuzheben bedeutet da einfach nur, man macht diese Kreuzhebebewegung, aber nicht bis ganz zum Boden, sondern nur ungefähr bis zu den Knien. Ja? Und da machen wir ein paar mehr Wiederholungen, weil man hier generell eigentlich viel Gewicht nehmen kann. Wir haben jetzt aber zu Hause nicht so viel Gewicht, deswegen gehen wir eher dann auf die Wiederholungen. Wir können das mit dem Rucksack machen, das ist immer noch relativ einfach, aber wir können das Ganze auch wieder einbeinig machen. Einbeinig mit dem Rucksack, wenn du da den Rucksack wieder ordentlich vollpackst und das Ganze einbeinig machst, ja, dann kann das Ganze gut intensiv werden und man hat auch noch mal ein bisschen koordinative Elemente mit dabei, weil man muss ja schauen, dass man nicht eben umfällt. Ja, ist auch gar nicht so leicht. Dann kommt jetzt was für ein Bauch. Und zwar haben wir einmal den Crunch, 3x15 wieder. Hier können wir wieder variieren, Arme nach vorne ausstrecken. Ja. Dann ist der Crunch ein bisschen leichter. Wenn man die hinter den Kopf macht, ist er wieder schwerer. Wenn man sie komplett ausstreckt in den Kopf, dann ist er schon richtig schwer. Und generell zum Crunch möchte ich noch kurz sagen, versucht hier eben genau immer die Bewegung abzupassen, wo der Bauch unter Spannung ist. Das bedeutet, legt euch nicht ganz auf den Boden und geht auch nicht ganz wieder hoch, sondern versucht nur diese Bewegung zu nehmen, wo der Bauch komplett unter Spannung ist und dann wird das Ganze auch schön intensiv und dann kann man auch keine 40 Sit-Ups oder sowas machen, sondern dann merkt man es eben sehr schnell im Bauch, dass es zum Brennen anfängt und so will ich euch das Ganze
eben empfehlen. Dann den Russian Twist, damit wir auch die seitliche Bauchmuskeln noch ein bisschen mit dabei haben, wieder 3x10, entweder mit einer Flasche hier vorne oder eben auch wieder mit dem Rucksack. Ja. Rucksack wieder viel Gewicht nehmen, dann wird das Ganze eben intensiv. Und am Ende den Mountain Climber. Mountain Climber siehst du hier genau, was ich damit meine. Und da habe ich jetzt die zwei Intensivierungsmethoden genommen. Einmal schnell und einmal sehr schnell. Ja. Und umso schneller man das Ganze macht, umso anstrengender ist halt das Ganze. Und das Ganze machen wir dann eben zweimal eine Minute. Ja, das waren die drei Workouts, die ich dir hier heute vorgestellt habe, die ich meinen Mitgliedern zur Verfügung gestellt habe. Und wie gesagt, du kannst es gerne auch für dich verwenden, für deine Mitglieder verwenden. Du kannst die Übungen rauskopieren und irgendwie für was anderes verwenden, selber Homeworkouts abdrehen, kurze Clips machen für Instagram-Stories und so weiter und so fort. Schaut auf jeden Fall, dass ihr als Trainer in dieser Zeit auch weiterhin aktiv bleibt, dass ihr weiterhin für eure Mitglieder da seid und dass ihr ihnen weiter auch Trainingstipps gebt. Vielleicht gebt ihr noch ein paar Ernährungstipps. Das machen wir auch als Studio, dass eben viele Rezepte jetzt gerade posten und was generell wichtig ist in dieser Zeit, wie man das Immunsystem stärken kann. Versucht einfach trotzdem überall eure Social-Media-Kanäle, eure Kunden bei der Stange zu halten und Kontakt zu euren Kunden zu halten. Das ist meiner Meinung nach sehr wichtig in dieser Zeit jetzt. Und da hoffe ich, dass ich mit diesem Video dir etwas weiterhelfen konnte und würde mich natürlich freuen, wenn du mir mal schreibst hier unten in die Kommentare, was dir konkret weitergeholfen hat oder welche coolen Homeworkout-Videos oder Übungen es noch so gibt. Wenn dich generell das Thema Fitnesstrainer werden interessiert, dann schau auf jeden Fall auch mal bei meinem Podcast vorbei. Dort habe ich immer viele spannende Themen als Podcast aufgenommen zum Thema B-Lizenz, zum Thema Verkauf, Marketing. Ich habe schon einige Interviews für dich vorbereitet und auch verschiedene Krankheitsbilder vorgestellt. Das bedeutet, schau da auf jeden Fall mal vorbei, da würde ich mich auch freuen. Und ich freue mich auch immer über eine Rezension bei iTunes, damit der Podcast öfter angezeigt bei iTunes. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis nächste Woche, 17 Uhr, immer am Dienstag kommt das neue Video. Bis dann, dein Team Finalzähl, Karriere als Fitnesstrainer und ciao.